Hallo Bilgin, zweite Aufgabe. Sehr viel anderes Vorgehen gibt es nicht, aber doch auch wieder was Besonderes. Denn wir haben hier die Aufgabe 12 mal Wurzel aus 50x hoch 8, das hier ist eine 8 bitte, durch 5x hoch minus 2. Da haben wir das erste Mal eine Potenz mit negativen Exponenten. Die Wurzeln sollen übrigens nur im Nenner aufgelöst werden und dann steht hier noch im Nenner mal Wurzel aus 32x hoch minus 5 mal Wurzel aus 20x hoch 4. So, wenn man sich das anguckt, dann stehen hier jeweils Produkte unter den Wurzeln. Und Produkte können wir ja immer schön unter der Wurzel auch auseinanderziehen. Bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn man hier wie hier x hoch 8 hat. Denn die Wurzel aus x hoch 8 ist gleich x hoch 4. Denn das ist das nichts anderes als x hoch 8 hoch 1/2. Ansonsten immer gerne nochmal die Potenzgesetze sich angucken, denn das hier ist dann 1/2 mal 8 und das ist 4. Das nur aber so als Gedankenvorsprung, den man haben kann bei so einer Aufgabe oder nicht, wenn man sagt, okay, warum rechnet da einer eigentlich so schnell? So, wir haben hier Wurzel aus 50 mal x hoch 8. Das Ganze können wir uns erstmal vorstellen, wenn das der erste Einfall gewesen ist, Wurzel 50 mal Wurzel x hoch 8. Warum habe ich das gemacht? Wenn hier eine 49 gestanden hätte, dann hätte ich sofort geschrieben, 7x hoch 4 ist das gleiche. Ja, 50 lässt sich aber nicht so leicht wurzeln und dementsprechend habe ich die Wurzel 50 erstmal so gelassen, wie sie war. Und auch hier unten werde ich das jetzt machen und dabei werde ich dann auch gleich nochmal ein bisschen partielles Wurzelziehen hier einführen. So. Bruchstrich und weiter geht's. 5x hoch minus 2. Jetzt könnte man hierbei schon gleich sagen, okay, hier stehen überall Malzeichen. Und wenn da überall Malzeichen stehen, dann ist es so, dass x hoch minus 2 auch einfach nach oben gezogen werden kann. Ja, bei einer Plusaufgabe ginge es nicht. Allerdings will ich das nochmal hier weglassen, denn man kann sich ja auch erstmal in dem einen Schritt wirklich nur mit dem partiellen Wurzel ziehen und dann im Prinzip die Wurzeln hier an der Stelle und an der Stelle schon mal verabschieden, weil hier x hoch 4 ist natürlich, die Wurzel aus x hoch 4 ist x Quadrat. Deswegen lassen wir das noch erstmal drin, aber für jemanden, der das gesehen hat, irgendwie, das ginge auch. 5x hoch minus 2 mal Wurzel 32 mal Wurzel x hoch minus 5 mal Wurzel 20 mal Wurzel x hoch 4. Okay, jetzt das, was ich machen wollte, das werde ich jetzt dann auch tatsächlich erst einmal weg machen, diese Wurzeln. 12 mal Wurzel 50 steht dann da noch unten, das hier ist ein Malzeichen, das ist ein bisschen blöd geworden, mal x hoch 4 geteilt durch 5x hoch minus 2 mal Wurzel 32, das lasse ich jetzt nochmal drin, Wurzel 32, da kann man natürlich jetzt gleich nachher partiell die Wurzel ziehen, Wurzel x hoch minus 5 und dann haben wir hier nochmal Wurzel 20 mal x hoch 2. So, Potenzgesetze hatte ich vorhin schon angesprochen, denn hier steht jetzt x hoch minus 2 mal x Quadrat. Und das ist nach dem Potenzgesetz x hoch minus 2 mal x hoch 2 ist gleich x hoch minus 2 plus 2 ist gleich x hoch 0 und dementsprechend ist es 1 und kann einfach eliminiert werden. Dafür kannst du gerne eine neue Zeile schreiben. Ich wische das hier einfach nur weg, weil mir das so gefällt. So, jetzt im nächsten Schritt haben wir mit der Wurzel x hoch minus 5 nichts zu lachen. Naja, doch, wir können auch aus x hoch minus 5 partiell die Wurzel ziehen. Wir könnten das aber auch umschreiben. Ja? Es gibt jetzt hier verschiedene Wege, das ist ein bisschen schwierig darzustellen, aber der eine Weg wäre zum Beispiel Wurzel x hoch minus 5 darzustellen als Wurzel aus x hoch minus 4 mal Wurzel x hoch 1, beziehungsweise x hoch 4, Entschuldigung, mal Wurzel x hoch minus 1, denn aus Wurzel x hoch 4 können wir wieder x Quadrat machen mal Wurzel x und dieses x Quadrat könnten wir dann kürzen mit x hoch 4. Gut, das wäre die eine Variante, wie wir das Ganze machen könnten. Geht natürlich nicht so einfach, Wurzel x hoch minus 1 bleibt hier stehen und jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir aber auch sonst noch machen könnten, weil das ist die Variante, wie ich das gerechnet habe. Man kann nämlich Wurzel aus x hoch minus 5, halte ich insgesamt immer für eine gute Idee, gerade wenn man damit ein bisschen auf Kriegsfuß steht, dass man da dieses komische Zeichen hinmacht, kann man auch Wurzel x hoch minus 5, ist ja die zweite Wurzel x hoch minus 5, auffassen als x hoch minus 5 halbe. Und wenn man das dann hier hinschreibt, x hoch minus 5 halbe,
und sich dann daran erinnert, was ich gerade eben oder vor ein paar Minuten gesagt habe, dass man, wenn hier unten nur Malzeichen stehen, dann kann man eine Potenz mit einem negativen Exponenten auch hier oben mit einem Mal hinschreiben und einem positiven Exponenten. Das ist also das gleiche wie das. Und dann kann ich hier wieder mit den Exponentialgesetzen, mit den Potenzgesetzen kommen und sagen, x hoch 4 mal x hoch 5 halbe, 5 halbe ist ja 2,5, ist x hoch, was, 6,5, ne? Ja, 4 plus 2,5 ist 6,5. Aber langsam 12 mal Wurzel 50 mal x hoch 6,5 ist das dann ja hier, geteilt durch 5 mal Wurzel 32 mal Wurzel 20. Jetzt haben wir schon mal keinen negativen Exponenten mehr, aber vielleicht sollen wir auch, sind wir auch, können wir auch gefragt werden hier, dass wir nur ganzzahlige Exponenten haben sollen. Beziehungsweise halt keine Wurzeln im Nenner und nur ganzzahlige Exponenten im Zähler oder irgendwie sowas. Ja? Also das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, dass diese Aufgabenstellung sehr stark variiert werden kann. Und jetzt haben wir natürlich immer noch Wurzeln wie heusch ist denn im Nenner? Gut, aber da können wir auch Abhilfe schaffen, denn wir können, habe ich ja vorhin gesagt, partiell Wurzel ziehen. Wir können zum Beispiel aus Wurzel 50, aus 50 können wir ja 2 mal 25 machen. Warum machen wir das mit 25? 25? Mit 2 mal 25 machen? Dann haben wir nämlich, wenn wir Wurzel aus 50 gleich Wurzel aus 2 mal 25 machen, können wir das auseinanderziehen als Wurzel 2 mal Wurzel 25. Und warum machen wir das? Ist natürlich jetzt auch wieder das Gedankenspiel. Wurzel 25 ist 5. Das heißt, das Ganze ist 5 mal Wurzel 2. Kann uns weiterbringen, wenn wir diese Wurzel 2 hier unten aus den Teilen auch wegkriegen können. Und das können wir tatsächlich machen. Jedenfalls hiermit können wir das schon mal machen. Und wie läuft das also ab? Das hier war ja nur die Nebenrechnung, beziehungsweise der Gedankengang, der kommt jetzt weg. Dann steht hier 12 mal 5 mal Wurzel 2 mal, und dieses hier kann man jetzt als x hoch 6,5 stehen lassen. Das werde ich auch tatsächlich machen, damit wir uns in jedem Schritt nur auf eine Sache konzentrieren. Wenn ich das mal hier nicht mache, dann ist das natürlich nur, um zu zeigen, dass es dann auch verwirrend sein kann, wenn man es selber macht. Also jeden Schritt einzeln machen, einfach schneller schreiben, dann ist gut. Also Wurzel 32, gleiche Überlegung. Welche Quadratzahl kennen wir, durch die man 32 teilen kann? Ich kenne zum Beispiel die 16 und dabei kriege ich halt tatsächlich die Wurzel 2 in die Finger gespielt. Das heißt, hier steht 5 mal eigentlich Wurzel aus 16 mal 2 und Wurzel aus 16 mal 2 ist Wurzel aus 16 mal Wurzel aus 2 und das ist gleich 4 mal Wurzel 2. Das heißt, hier steht 5 mal 4 mal Wurzel 2, wenn wir die 32 als 4 mal Wurzel 2 jetzt gerade eben entlarvt haben. Selbiges können wir auch mit Wurzel 20 noch machen, allerdings haben wir davon jetzt dann noch keinen direkten Vorteil, wenn ich mal so sagen darf. Denn wir haben, aber das machen wir trotzdem mal, damit wir das einfach nochmal mit dem partiellen Wurzelziehen hier als Technik nochmal üben, auch gleich in diesem Video. Wurzel 20, welche Quadratzahl kennen wir, die dadurch geteilt werden kann? Ich kenne zum Beispiel die 4. Aber man kann ja auch von unten durchgehen. 1 geht immer, dann kommt als nächstes 4, das funktioniert. 9 geht nicht, 16 geht nicht und danach sind wir schon drüber, also geht nur die 4. Und dann können wir hier Wurzel aus 4 mal Wurzel aus 5, habe ich jetzt gleich einen Schritt zusammengefasst, ist gleich 2 mal Wurzel 5. Also mal 2 mal Wurzel 5 ist die nächste Geschichte. Wir haben jetzt dreimal partiell die Wurzel gezogen. Ich hoffe, das bringt was. Könnt ihr mal gerne kommentieren. So, jetzt können wir hier also Wurzel 2 kürzen. Ja, man kennt das ja mit dem harschen Durchstreichen. Man kann auch hier die 5 nochmal kürzen. Denn auch hier stehen überall Malzeichen. Deswegen können wir jetzt alles rauskürzen, was sich hier rauskürzen lässt. 5 und 5 lässt sich kürzen, Wurzel 2 und Wurzel 2 lässt sich kürzen und die 4 und die 12 lässt sich auch so kürzen, dass dann da steht 3 mal x hoch 6,5 geteilt durch 2 mal Wurzel aus 5. Ne? Ich habe die 5 gekürzt, ich habe die Wurzel 2 gekürzt und ich habe hier gekürzt, da blieb eine 1 und hier, da blieb eine 3. Das heißt, die 3 kommt aus der 12 und die x hoch 6,5 sind da sowieso nicht angetastet worden und ja. Jetzt haben wir immer noch eine Wurzel im Nenner. Das ist ja hartnäckig hier, aber ich laber natürlich auch viel, von daher die Aufgabe kann auch schneller noch gelöst werden.
Gut. Jetzt haben wir hier das klassische Vergnügen mit der Wurzel 5 nochmal zu, wie heißt es, erweitern. Mal Wurzel 5, mal Wurzel 5. Dazu auch nochmal das Basisvideo angucken, wie man aus 4 durch Wurzel 6 den Nenner rational macht. Denn das ist ja im Prinzip hier das, was wir tun wollen. Wir haben hier jetzt also mit Wurzel 5 durch Wurzel 5 erweitert. Oder nee, mit Wurzel 5 haben wir erweitert. Das heißt, im Zähler mal Wurzel 5 und im Nenner mal Wurzel 5 hat den Effekt, dass wir jetzt hier unten Wurzel 5 mal Wurzel 5 stehen haben. Und Wurzel 5 mal Wurzel 5 ist ja Wurzel 5 Quadrat. Und das Quadrat frisst die Wurzel auf. Und dementsprechend kommt da 5 raus. Ich werde jetzt mal hier diese Nebenrechnung wegnehmen und live hier oben eintragen, was wir als Ergebnis eigentlich jetzt erstmal schon mal haben. Ist also gleich 3 mal Wurzel 5 mal Wurzel, ach nee, nicht Wurzel, x hoch 6,5, ne? X hoch 6,5 geteilt durch 2 mal 5. Wurzel 5 mal Wurzel 5 ist 5. Gut, jetzt ist natürlich hier die Sache, wir haben jetzt eigentlich schon gewonnen. 2 mal 5 ist 10. Ne? Das heißt, wir haben keine Wurzeln mehr im Exponenten, keine Wurzeln mehr im Nenner. Und wir haben auch keine negativen Exponenten mehr. Wir könnten dieses jetzt hier nochmal auffassen als 3 mal Wurzel 5 mal x hoch 6 mal Wurzel x. Denn x ist ja x hoch 1 halb, halb. Wir haben hier, ich habe hier gerade. Mayday, Mayday. Halt, wir gehen mal, wir müssen nachdenken dabei, ne? Wir können nicht einfach so agieren. Also x hoch 6,5 ist ja das gleiche wie x hoch 4 mal x hoch 4 plus 2,5. Da ist nämlich mein Denkfehler gerade eben gewesen. Nach den Potenzgesetzen gehen wir jetzt also rückwärts. Gerade eben hatten wir ja x hoch 4 mal x hoch 5 halbe. Ne? Und das habe ich jetzt nur einmal wieder rückwärts gespult. Ich kann das Ganze auch noch weiter rückwärts spulen, denn ich kann ja jetzt hier, 6,5 ist ja 4 plus 5 halbe, beziehungsweise 4 plus 2,5. Aber das ist auch das gleiche wie x hoch 5 mal x hoch 1,5. Oder es ist das gleiche wie x hoch 6 mal x hoch 0,5. Was habe ich jetzt hier eigentlich gewonnen? Ja, ich habe jetzt gewonnen, dass dieses x hoch 0,5 ist das gleiche wie Wurzel aus x. Das heißt, x hoch 6 mal Wurzel aus x ist das gleiche wie x hoch 6,5. Jetzt schreibe ich hier mal Wurzel x mal x hoch 6 und das Ganze geteilt durch 10 hin. Das ist natürlich jetzt hier nur noch so ein Schmankerl am Schluss. Wer sich bis hierhin durchgeboxt hat, herzlichen Glückwunsch. Hier steht nochmal Wurzel 5 mal Wurzel x. Das ist das gleiche wie Wurzel 5x. Und dann steht hier 3 mal Wurzel 5x mal x hoch 6 geteilt durch 10. Das können wir sogar ganz und gar den Nenner befreien. Dann steht da 3 Zehntel oder 0,3 mal x hoch 6 mal Wurzel 5x. Und das ist doch wesentlich angenehmer, als wenn wir diesen fetten Term gehabt hätten. Ja? Und der ist jetzt auch wesentlich schwieriger zu proben, also die Probe zu machen. Wenn wir jetzt hier für x gleich 5 mal da oben einsetzen, dann habe ich ausgerechnet, für x gleich 5 kommt für den ursprünglichen Term UT und der Endterm oder der umgeformte Term, aber das wäre auch wieder UT gewesen, dann kommt hier raus 23.478 und ein paar zerquetschte und hier kommt 23.000 437,5 raus. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe hier stark mit Rundungen gerechnet und habe das nicht durchgetippt. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass es richtig ist, dass es richtig umgeformt ist und dass dieser Term hier tatsächlich der gleiche Term ist wie das. Und wenn du anderer Meinung bist oder die Probe mal durchgerechnet hast, dann wird tatsächlich mit allen Wassern gewaschen, hätte ich beinahe gesagt, dann hau mal raus, ob das Ergebnis tatsächlich dann exakt gleich ist.